Moino und willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Nach unserem ersten Umbau-Livestream kommt jetzt wieder eine normale Folge. Es hat sich nämlich eine schöne Möglichkeit ergeben, Rüben zu verkaufen. Und hui! Rosa hat mir schon gesagt, dass ihre Insel sehr naturbelassen ist. Aber das übertrifft meine Erwartungen. Überall Blümchen und einzelne Blüten, Glitzer. Das sieht sehr schön aus. Wird, denke ich, auch ein großer Kontrast zu den meisten Inseln sein, die wir bislang gesehen haben. Aber ich freue mich zu sehen, was sie draus gemacht hat. Ganz fertig ist sie, glaube ich, nicht. Aber das macht ja nichts. Schon alleine der Empfang ist super cute. Gefällt mir echt gut. So, grüß dich erstmal. Und dann auf zum Laden, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr grün hier. Auf den Wegen und nebenan enorme Blütenpracht. Alle Farben vorhanden. Ich muss ja gestehen, das fühle ich auch mehr. Meine Insel wird ja auch nicht die krasse Metropole, sondern ich möchte auch sehr, sehr vieles naturbelassen einrichten, so wie sie. Und da unterstütze ich sie auf jeden Fall in dem Vorgehen. Rübenpreis hat sie, glaube ich, 555 oder so. Gucke ich gleich nochmal nach. Ich kann mir das nie merken. Ich weiß nur, ah, super krass. Passt. Und da kommen raus 2 Millionen Sternis. Ich habe ja teuer einkaufen müssen letzten Sonntag. Deswegen habe ich nicht so viele Rüben am Start. Oh, jetzt sag bloß, wir haben die Mission endlich erfüllt. Tatsächlich, Rübenguru, letzter Stempel. Wir haben es also geschafft, 10 Millionen Sternis Gewinn zu erzielen mit dem Rübenhandel. Und das ist schon richtig, richtig krass. An der Stelle möchte ich mich auch gleich mal bei diesem Wahrsageset hier bedienen. Das gibt nochmal ein weiteres neues Item für uns und diesen Gartenstuhl hier. Nee, das ist ein Babystuhl. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Sie besitzt ihn wohl schon, da sie ihn nicht gekauft hat. Also, denke ich, darf ich zugreifen. Ich meine, die Leute schauen ja auch die Parts, sie wissen ja, wie ich das mache. Ansonsten einfach bei mir melden, denn entgegen einiger Aussagen in den Kommentaren ist etwas, was man gekauft hat und egal, wer es gekauft hat, immer im Katalog erhältlich. Also ein Besucher kann einem anderen nichts wegkaufen. Einige dachten aber, das sei wohl so. So, für dich gibt's einmal einen Sternisack und ich bedanke mich bei dir für zum einen den geilen Preis und die Firma dankt. Und die Bonusgeschenke. Ich glaube, das Kragenhemd, das hatten wir schon, oder? Nee, das ist neu. Und eine Blattbrille. Ah, nee, Quatsch. So ein Blättchen, was man im Mund hat, ne? Was die Kinder immer früher getan haben. Und eine coole Jeans. Schöne Geschenke, freut mich. Vielen Dank. Ich hoffe, die Kohle hilft dir weiter, um weitere Bäume zu kaufen. Und ja, jetzt freue ich mich doch auf diese kleine Rundschau hier. Sie arbeitet sehr, sehr viel mit AC Patterns. Weil diesen Blütenrand, den gibt's ja an sich gar nicht. Und auch hier diese Felsenwege nicht. Find ich cool. Müsste ich auch mit mehr arbeiten. Und das hier ist auch AC Patterns. Da gibt's schon noch richtig, richtig geilen Stuff. Boah, was ein schöner Flügel. Wenn man jetzt noch spielen könnte, ne? Aber ich finde die Musikecke beim Festplatz auch richtig passend. Trotzdem wird KK immer vor der Tür sitzen und sein langweiliges Konzert geben und die ganzen Musikinstrumente ignorieren. Anstatt er sich dran bedient. Schöner Eisstand. Ich glaube, den habe ich auch noch nie gesehen. Sehr cool. Ah, und einen Springbrunnen mitsamt Parkbank. Genau, müssten wir auch integrieren, so eine Parkbank. Nur bekommt man die her?
Wobei, vielleicht kann man die Romantikgartenbank umgestalten. Muss ich mal schauen. Ansonsten müssen wir halt warten, bis wir eine bekommen. Aber so eine... Da jetzt. So eine Bank passt halt wirklich super zum Springbrunnen. Und was ist das bitte für eine schöne Ecke mit den Rosen und dem Mond dort oben? Ich habe immer noch viel zu wenig Emotionen. Ich kann gar nicht richtig reagieren. Ach so, und weil einige meinten, ich könnte ja eine Tastatur an die Switch dranhängen. Ja, das weiß ich, dass das geht. Aber Leute, glaubt ihr wirklich, ich tippe nebenbei auf der Tastatur? Selbst wenn das schneller geht als diese Texteingabe hier. Ja, nee. Das Einzige, was man vielleicht noch machen könnte, ist chatten via Nookling. Über die Nintendo Switch Online-App. Das könnte man sich tatsächlich mal überlegen. Ich kann es ja mal starten. Da muss man sich auch gar nicht vorher registrieren oder so. Oh. Schöne Items. Das müssten, also zumindest die zwei hier, müssten welche sein, die man nur von Euphemia bekommen kann. Und dann mit Sternschnuppen und sowas bauen kann. Also, Nintendo Switch Online App öffnen, wenn ihr mit jemandem verbunden seid, egal wer. Ihr müsst, glaube ich, auch nicht mal Freunde sein, weil ich habe das schon mal getestet, privat. Dann werdet ihr nach dem Voice Chat gefragt, muss man natürlich nicht machen. Einfach deaktivieren. Und dann kommt auch schon das Menü Chat-Tastatur. Und jetzt gebe ich was ein, pass auf. Mach ein Smiley. Und zack. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also, Voice Chat über... Die Switch-App fühle ich überhaupt nicht in Zeiten von Discord und Co. Aber Chat ist ganz nett. Und sie hat sogar noch eine weitere Musikecke. Ich mache bestimmt auch eine, wo man dann Musik hören kann von KK. Weil die Inselbewohner reagieren da auch tatsächlich drauf. E-Roller. We are open. Das ist ein cooles Schild, das habe ich schon häufig gesehen. Wo bekommt man das her? Ah, da will ich im Real Life chillen. Junge, wie geil wäre das, hier Switch zu spielen oder Kommentare zu lesen, auf ganz entspannt. Mega. Schlaf gut. Oh, 12 Stunden noch, dann kann ich schlafen. Spaß. Kleine Grillecke. Was ist denn das hier eigentlich? Auch so ein Element, was ich noch nie gesehen habe. Ist das zum Umziehen? Nee. Oh, wobei, könnte ja sein. Oh, und diese edlen, weißen Musikinstrumente. Die sind Flexbur. Egal ob drin oder ob draußen. Oh, ich liebe einfach diese AC-Pattern-Felswege, die sie da gemacht hat. Wie süß sind bitte die Enten da? Oha. Glücksbringer? Oh, echt? Okay, wusste ich noch gar nicht. Was mir jetzt erst auffällt, ist übrigens, dass sie noch einen zweiten Brunnen hat. In Kombination mit den roten Rosen und den Spots. Wunderschön. So, ich denke, jetzt geht's in ihr Haus, oder? Noch nicht? Dann schauen wir uns vielleicht mal hier unten um. Ah, wobei, hier kannst du gar nicht durchlaufen. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Aber andererseits ist da ja auch kein Weg. Man sollte auf den Wegen bleiben, nicht wahr? Ich wollte mich nur umschauen, wegen den ganzen Bewohnergrundstücken. Sind zwar recht klein, aber echt hübsch eingerichtet. Was haben wir hier? Oh, wer ist das denn? Ist jetzt nicht so meins. Schöne Sandburg gebaut. Hier haben wir noch einen kleinen Markt offensichtlich. Da waren wir noch nicht. Hat sie den vergessen? Komm, wir gehen mal ganz schnell rüber. Oh, allein der Garten.
Warte. Jetzt denkst du wahrscheinlich, wo bin ich hin? Schöner Markt. So viele Rosen. Ah, nein, das wollte ich nicht. Das war jetzt die falsche Emotion. Okay, ich glaube, sie hat es schon verstanden. Mann, was ist das bitte für ein geiler... weiß ich nicht, wie man das nennt. Blumenwagen? Also an sich ist es ja so ein Wagen, den du, glaube ich, an Pferde dran spannen kannst. An so eine Kutsche. Oder? Es wirkte so. Sind das Blumenmuster hier? Ich glaube schon. Sie macht auf jeden Fall sehr viel aus ihren Pflanzen. Hier noch eine weitere Chill-Ecke. Ah ja, genau, wir sollten auch mal unsere Baumstammliegen umdesignen. Weil die Standardversion ist so mega hässlich. Man kann da so viel schönere bekommen, wie die zum Beispiel. Cool, oder? Diese AC Patterns Korallen. Und was ist das andere? Das sieht so ein bisschen aus wie eine Qualle. Wobei eine Qualle, die am Boden rumliegt. Hö, was ist das denn? What? Da vorne sehe ich noch was Neues. Ich glaube, das ist eine Art Wasserhahn mit Bambus. Genau, das Wasser läuft in den Bambus rein und irgendwann kippt er halt und das Wasser kippt runter in den Behälter. Das ist ja mal lustig. Was ist das denn hier? Eine Künstlerecke? Mit einer Zaubershow und einem Wahrsager. Oh. War da ein Hase? Tatsächlich. Hasenohren aus dem Hütchen, wie man es kennt, als kleines Kind schon, ne? Und ist das... Das Kleid kommt mir irgendwie bekannt vor. Kenne ich das? Sieht auf jeden Fall cool aus. Genau wie die Bilder. Ist die Frage, ob sie die selbst gemacht hat? Ich frag mal. Ich denke aber nein. Und man kann sich ja mittlerweile so krassen Shit runterladen. Ja. Ist halt auch mega schwer, ne? Ich sehe Assisa. Ich gönne mir. Mysteriösen Boden. Gefolgt von mysteriösem Teppich. Hoffentlich beide neu. Habe ich gerade Teppich gesagt? Ich meinte Tapete. Ich muss auch immer noch lernen, dass Boden und Teppich mittlerweile ein Unterschied ist. Das war halt auf dem GameCube noch nicht so. Gipfeltapete ist auf jeden Fall neu. Bahnsteigboden auch. Yes. Schauen wir uns später an. Oh, was ist das denn? Ist das so ein kleines Puppenspiel? Ja, ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber das ist... Ja genau, wo du hinten die Kurbel hast. Du kurbelst dran und dann bewegen sich die ganzen Figuren, ne? Das ist voll cute. Oh, und ein Acker. Für Rüben. Ah, ich glaube, wenn sie Rüben kauft, dann lagert sie die da. Viele haben ein Rübenlager auf der Insel. Ist auch besser eigentlich, als das irgendwo an den Strand zu schmeißen, so wie ich das mache. Noch. Wir werden uns schon auch noch einen Acker mit Rüben anlegen. Ich muss nur gucken, wo wir den hinplatzieren. Ihre Insel wirkt auch so groß, oder? Ich dachte, wir waren schon dreimal durch und dann kommen wir plötzlich wieder zu neuen Orten, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Oh.
Kinderspielplatz. Zwar ohne Zaun, aber dafür mit richtig coolem Wasserfall. Ein schön eingerichteter Spielplatz. Auf jeden. Und seht ihr? Der Jahrmarkt muss daneben. Genau deswegen machen wir das auch so. Wow, Fußballplatz nebenan. Ja, moin. Ah, kicken kann man den Ball nicht, aber dafür so anstupsen. Und Tricks machen. Ja, jonglieren. Du weißt Bescheid. Ah, stimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit, diese Sitze zu integrieren, die wir mal gekauft haben. Gute Idee. Ein Gong. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Immer wenn wir auf sowas in Spielen treffen, nenne ich es immer Bongo. Aber ich habe mir das mittlerweile abgewöhnt. Weil es falsch ist. Oh, süß mit dem Flamingo. Rollstuhl gibt's auch. Okay. Wie der Müll da steht. Was haben wir denn da? Oh, ein romantisches Restaurant. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, wenn ich ein Herz schreibe. Na, wer weiß, was nach dem Part so abgeht, ne? Spaß. Aber schöne Location. Coole Idee, den Barkeeper zu symbolisieren. Einfach so eine... so ein Aufsteller dorthin platziert. Nice Flex. Ah, stimmt, ich könnte helfen, wenn ich meine dabei habe. Nein! Das Ding ist nämlich, beim Vervielfältigen von Blumen ist das Gießen von Freunden um ein Vielfaches mehr wert als das eigene. Nee, das meinte ich so nicht. Nee, passt schon. Das heißt, wenn ihr aktiv Blumen vervielfältigen wollt, dann holt euch einfach ein paar Freunde auf eure Insel und gießt mit ihnen zusammen. Dann ist die Chance, dass eine neue Blume sprießt, sehr viel höher. Coole Chilloase hier. Ich kann Ho-Oh sehen. Auch ein schönes Haus. Mann, ich werde immer so neidisch, wenn ich Inseln von euch besuche. Das werde ich alles niemals so heftig hinkriegen. Niemals. Und Junge, wie groß ist diese Insel? Aber jetzt haben wir ihr Haus gesehen. Das hier muss es sein. Was ist das für ein geiles Bad? Klar, nicht so stylisch wie ein Jacuzzi, aber trotzdem. Und nun zum Haus. Ja. Find ich schon nicht schlecht. Überraschend nur, dass sie ihr... Oh, okay. Während Ladescreen kommen die Nachrichten nicht durch. Überraschend nur, dass sie ihr Bett unten hatte. Heißt das, sie hat kein klassisches Schlafzimmer? Na, wie dem auch sei. Das hier ist die Arbeitsecke. Schön mit Ventilator und... Was ist das für ein Fenster? Oder ist das eine Klimaanlage? Ach nee, das ist ein LCD-Screen. Okay. Ja.
ein Büroraum, in dem es sich aushalten lässt, denke ich. Ui, jetzt ist ja noch viel krasser. Alleine wegen dem Ofen und der Sterntapete schon. Wie krass. Die ist sogar so... Wie soll ich sagen? Dreidimensional. Ja, 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 ich liebe die auch. Man sieht's ja. So eine bewegliche Tapete. Heftig. Was ist das bitte für eine anders krasse Küche? Klar, es steht unter Wasser, aber ich finde das krass. Nee, du findest es nicht geil? Also ich schon. Vielleicht bin ich gerade der einzige Mensch. Ihr sagt auch alle in den Kommentaren Schmutz. Aber ich weiß nicht. Ich finde es mega geil. Und ich bin auch mega Fan von Kochinseln, wie sie es hier hat. Die Wand, natürlich Geschmackssache, aber es passt gut in eine Küche rein. Ist mir egal, was ihr sagt. Ich feiere es. Ach stimmt, da waren wir auch noch nicht drin. Was könnte das jetzt sein? Bad? Ja. Boah, was hat die immer für ausgefallene Tapeten? Finde ich auch richtig geil. Das sieht halt so aus, als wenn du in der Natur das Bad integriert hast. Mit dem Boden und vor allem mit der Tapete und diesem Regeneffekt. Ja, Flex ist da. Ah, ich fühl's komplett. Sie hat es echt schick eingerichtet. Draußen wie drinnen. Ab in den Keller. Was ist das denn hier? Das ist ja mal eine geile Idee. Und ein völlig überraschender Keller, oder habt ihr das jetzt erwartet? Sieht einfach wie an so einem Steg aus. Und auch die Tapete bewegt sich natürlich. Sie hat definitiv nicht übertrieben, als sie sagte, sie möchte eine naturbelassene Insel. Das gilt für jede Ecke auf dieser Insel einfach. Drin wie draußen. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich noch ein mega überraschendes Schlafzimmer. Urwald. Ich sag Urwald. Ah nein, okay. Auch so ein... Mega. So ein ähnlicher Stil wie unten. Nur noch passend als Tapete Weltall. Scheiß auf die Rechtschreibfehler. Ich versuche möglichst schnell zu tippen. Alles für die Punkte. Ja, aber halt auch richtig geil. Was heißt hier senden fehlgeschlagen? Ist zu lang, deine Mutter. So, jetzt. Also ich fühle ihr Haus übertrieben krass. Hat sogar so ein bisschen Raumschiff-Flair. Die ganzen Tasten da an der Wand. Sehr, sehr kreative Umsetzung. Geil. Mitunter mein Favoritenhaus bisher von allen, die ich gesehen habe. Einfach weil es ausgefallen und krass gleichermaßen ist.
macht denn der Riesenteddy hier? Ja, moin. Tja, und damit sind wir wohl leider durch. Bestimmt gibt es hier und da noch ein kleines Detail, was wir nicht gesehen haben. Hört sich so seltsam an, weil die Insel so riesig ist und ich halt schon dreimal das Gefühl hatte, durch zu sein. Aber ich habe hier und da noch was gesehen und auch da hinten beim Wasserfall war, glaube ich, noch ein Restaurant oder hatte zumindest so den Anschein. Ah, schöne Inselflagge. Ende. Sehr lieb. Ciao! Werfen wir einen Blick auf die Gipfeltapete. Das ist sie. Und wer sich auf Gebirgen wohlfühlt, der wird mit Sicherheit diese Tapete wählen. Für irgendeinen seiner Räume. Und wer gerne mit dem Zug fährt, also niemand, zumindest nicht mit der Deutschen Bahn, der wählt diesen Bahnsteinboden. Und Alter, ich muss sagen, ich finde den auf jeden Fall stylisch. Sieht schon richtig gut aus. Und zufälligerweise kann man das sogar einigermaßen kombinieren. Stellt euch einfach mal so eine Bahnstation in den Gebirgen vor. Gibt's ja einige, von daher. Ja, doch. Schon ganz hübsch. Gestern habe ich ein Klavier im Laden gekauft. Das platzieren wir jetzt mal neben den Schallplatten. Und dann habe ich noch diesen Wandteppich sowie den Blecheimer. Den könnte man vielleicht draußen irgendwo hinstellen, aber jetzt bleibt er fürs erste Mal im Keller. Den Wandteppich habe ich jetzt auch nur gekauft, weil wir den, glaube ich, noch nicht hatten. Und nicht, weil ich den irgendwie geil fand oder so. Ich hänge ihn trotzdem mal auf. So sieht er aus. Also eigentlich, ja, echt nicht meins. Und die Doppelwanduhr. Die habe ich auch gekauft. Alter, die passt so gut zum Bahnsteig. Was für ein nicer Zufall. Aber wir wechseln natürlich wieder auf den Pyramidenboden und die Zukunftstapete, ist ja klar. Das Zeug hier kommt ins Lager, nur das Klavier bleibt stehen. Heute gab es leider nur ein neues Item, dafür aber ein richtig, richtig geiles. Und zwar diesen Ofen hier. Oh, ich liebe das. Schön, oder? Ich denke, ich wärme mich jetzt hier auf. Chill ein bisschen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge oder Stream wieder. Danke und bis dahin. Ciao.